vielen Dank für die Vorträge, die zuvor kamen. Das waren eigentlich sehr gute Einführungen für den Kontext, an dem ich jetzt ansetzen möchte. Zwei Kommentare vorweg. Zum einen zu der Frage eben, das kann ich nur indirekt beantworten, aber PLOS als Open Access Verlag, in Mendeley finden wir ungefähr 90% aller Publikationen innerhalb der ersten Monate. Also praktisch komplett da vertreten. Zitate sind am Ende auch ungefähr 90% der Artikel werden zitiert, aber es dauert natürlich Jahre. Also das ist sehr gut dargestellt, aber die genauen Zusammenhänge, da ist sicher noch was zu erforschen. Und zu dem Kommentar eben, natürlich, dieses Projekt von PLOS ist Anfang 2009 angefangen, lange bevor ich dabei war, und da gab es den Begriff Altmetrics noch gar nicht. Das hieß dann mal Artic-Level-Metrics, was ganz ähnlich ist, aber der Begriff hat zum Beispiel das große Problem, dass er sich immer auf Artikel wieder bezieht, während der Begriff Altmetrics viel breiter gefasst ist. Was ich aber jetzt machen möchte, in den nächsten 20 Minuten, ist etwas anderes. Und zwar möchte ich den Begriff Open Metrics einführen, der eigentlich von Ulrich Herb geprägt wurde, vor einigen Jahren schon, der aber irgendwie nicht in aller Munde ist, der aber, finde ich, sehr gut passt, zum einen, um das zu beschreiben, was da passiert, was wir jetzt die letzten anderthalb Stunden gehört haben, und auch sehr gut passt zur Open Access. Und die Open Definition haben wir vorhin schon gehabt, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, komme ich gleich darauf zurück. Und das Grundproblem ist, glaube ich, dieser Widerspruch, dass Wissenschaft, also wissenschaftlicher Output in Form von Publikation anliegen, natürlich viele Rollen hat. Und eine Funktion davon, sozusagen der Wissenschaftler, der das gemacht hat, zu bewerten, die hat leider Überhand genommen. Also wir hatten vorhin einer Session eine Folie. Der Sinn einer Publikation ist drei Dinge. Eins davon ist, was man sagt, der Wissenschaftler, das ist ein Qualitätsmerkmal. Aber leider scheint es so zu sein, dass es ungefähr 95% ist. Also Wissenschaftler arbeiten eigentlich, um sozusagen Publikationen zu produzieren, möglichst sozusagen sich mit hohem Wert zu verkaufen, um ihr Karriere voranzukommen und Forschungsgelder einzufügen. Und das ist ja etwas überspitzt formuliert, aber das ist ja diese ganze Diskussion, Impact-Faktor wäre ja völlig, wie wir jetzt heute gestern, wäre völlig unnötig, wenn das eigentlich keine Rolle spielt. Wenn Publikation eigentlich ist, Wissen möglichst schnell und offen zu verbreiten, und sozusagen dieser Wertungsaspekt, der ja nicht steckend drin wäre. Bis wir aber dahin kommen, dass das eben sich wieder etwas normalisiert, glaube ich, müssen wir etwas anderes tun. Und zwar die Bewertung von Wissenschaft muss genauso offen sein wie die Produktion von Wissenschaft in Form von Open Access. Und da sind wir halt weit von weg, und das ist eigentlich das Thema von meinem Vortrag, dass ich glaube, das, was wir jetzt haben zur Bemessung von Wissenschaft, man kann nicht Open Access publizieren und dann Dinge nehmen, Zitationswerkzeuge, die Jahre brauchen, die in ihrer Aussage limitiert sind, weil sie bestimmte Dinge nur messen und die dann nur noch sozusagen geschlossene Systeme sind, wo man keinen Einfluss hat, wie die Zahlen entstehen. Also wäre mein Appell, dass wir sozusagen für Open Access brauchen wir auch Open Metrics. Und Open Metrics beinhaltet verschiedene Dinge, und da werde ich halt in den nächsten jetzt 15 Minuten drauf eingehen. Aber im Prinzip heißt das halt, es geht um die Evaluation von Wissenschaft. Das muss natürlich offen, reproduzierbar und auch komplett sein. Und ich glaube, vieles davon, also es gibt viele Aspekte, und ein ganz einfacher Aspekt ist, was halt eben völlig noch fehlt, ist das, dass wir keine Metadaten haben, die zum einen offen sind und noch viel schlimmer eben nicht standardisiert sind. Und dass es da einige Bewegungen gegeben hat in den letzten Jahren, dass wir langsam in die Richtung kommen, dass es halt doch möglich ist, anhand der Metadaten zu sagen, diese Publikation ist von derselben Person wie diese und von derselben Institution. Und worden, was sind überhaupt die Publikationen, die der Forschungsförderer X im letzten Jahr, was ist da rausgekommen? Also das ist erschreckend, dass das im Moment eigentlich nur per Handarbeit möglich ist. Aber Forschungsförderer wissen nicht, welche Publikationen mit ihrem Geld entstanden sind in einer sozusagen, also sie müssen nicht irgendwo auf den Knopf drücken, sondern das ist harte Arbeit. Und dann gibt es auch noch andere Bereiche, ich habe hier nur ein Beispiel genommen, also sozusagen die Klassifikation in Themenfelder, wie das passiert, das ist auch relativ Kraut und Rüben und ist natürlich ein großes Problem, weil
diese ganze Emulation natürlich auch sehr vom Themengebiet einrichten. Wenn man jetzt einen Wissenschaftler in die Kategorie X versus Y einordnet, dann herrschen da vielleicht ganz andere Zitationspraktiken und andere Gegebenheiten. Ein anderer Schritt, auch sozusagen auf dem Wege, aber ist halt längst noch nicht da, dass wir natürlich Referenzlisten von Publikationen müssen geöffnet werden. Bei Open Access ist es kein Problem, da ist sozusagen alles offen, aber wenn man sozusagen Subskriptions-Content hat, dann müssen wenigstens die Metadaten offen verfügbar sein, dazu gehören auch die Referenzlisten, weil es natürlich die Grundlage jeder Zitationsdatenbank und das ist halt das Problem, dass es keine offene Zitationsdatenbank gibt und ich persönlich zähle Google Scholar nicht dazu, weil es ist leider nicht ein System, was man irgendwie benutzen und integrieren kann. Es gibt keine API, es gibt keine Möglichkeit der Qualitätskontrolle und so weiter, sondern es ist eigentlich nur eine Informationsquelle, die man sich anschauen kann und weitergehen kann. Und es gibt auch noch andere Probleme, das ist jetzt zum Beispiel eine Referenzliste von einer PLOS-Publikation vor nicht allzu langer Zeit, dass, wenn man jetzt mal das PDF nimmt, dass so Dinge wie DOIs vielleicht gar nicht drinstehen. Und das macht es natürlich unmöglich, dieses dann irgendwie, also es ist wieder viel Arbeit nötig, um dann rauszufinden, was hat da eigentlich, was wurde da eigentlich zitiert. Weil es sind auch einfache Dinge, aber ohne sozusagen Referenzlisten, die maschinenlesbar sind, kann man keine offene Zitationsdatenbank bauen und kann man darauf keine Metriken basieren. Und es gilt natürlich nicht nur für Zitate von Literatur, sondern es gilt auch für Forschungsdaten, andere Dinge, die in einem Dokument zitiert werden und vielleicht nicht in der Referenzliste erscheinen. Und da ist natürlich im Moment, macht jeder, was er will sozusagen. PLOS hat angefangen im März sozusagen ein Data Liberty Statement zu fordern jeder Publikation, also die Forschungsdaten, die verwendet werden, öffentlich verfügbar machen und dann eben auch mit den Links dazu, sodass man wenigstens das nachverfolgen kann, aber das ist halt doch relativ unstrukturiert und also da es ist praktisch unmöglich nachzuverfolgen, was sozusagen in einer Publikation erwähnt wurde an Forschungsdaten, an Reagenzien und anderen Dingen. Was wir auch machen müssen, und das war eigentlich das, sozusagen die Themen der letzten Vorträge, dass wir sozusagen das nicht nur auf Zitate beschränken, sondern andere Dinge, was im Wesentlichen heißt. Nutzungsstatistiken ganz links und all das andere halt Metrics und was wir gemacht haben bei PLOS ist, dass wir es ein bisschen aufgesplittet haben in Gruppen und da, das ist jetzt die gleiche Einteilung, die Impact Story benutzt, aber das ist noch leider nicht so, dass die Community sich darauf geeinigt hat, dass es halt diese Social Bookmarks, die der Wissenschaftler so im Ende der Zeit vielleicht, das ist was völlig anderes als Facebook und Twitter, was das für Nutzungsverhalten ist und so weiter. Faculty 1000 haben wir auch extra genommen, das ist halt auch ein sozusagen Wissenschaftler, die andere Wissenschaftler ihre Publikation bewerten. Und das ist sicher nur ein Ansatzpunkt, aber ich glaube, wichtig hier ist jetzt nicht nur Zitate, sondern wir müssen natürlich darüber hinausgehen und das ist ja eine der Ideen von Altmetrics. Eines der vier Probleme, in das man dann rennt, hier habe ich mal zum Beispiel 10.000 DOIs genommen, 5.000. aus 2011 und 2012, dass selbst also Subskriptionsverlage, die natürlich ihren Content nicht frei verfügbar machen, aber zumindest jede DOI sollte auf eine Webseite führen, wo steht dieses Artikel X und wenn Sie in der Universität sind, können Sie lesen, ansonsten klicken Sie hier und zahlen $35. Aber selbst das funktioniert offenbar bei über 10% aller DOIs nicht, sondern man landet irgendwo in nichts. Und wenn man die DOI nimmt als sozusagen Identifikator, um irgendwelche Metriken zu sammeln. In diesem Fall geht es halt um Facebook. Weil das nicht funktioniert, kann Facebook auch keine vernünftigen Zahlen generieren für diese Verlage. Und damit sozusagen jede Facebook-Metrik funktioniert dann einfach nicht. Und das ist sozusagen ein Problem, was, wenn man sozusagen nur Webstandards verwenden würde, dann wäre das eben aus der Welt geschafft. Ein anderes Thema ist natürlich, das hatten wir jetzt im vorigen Vortrag, man will nicht nur Artikel messen, sondern dann würde ich vielleicht auch Bücher anschauen, Forschungsdaten, Software habe ich gestern darauf hingewiesen, da gibt es hier noch andere Dinge. Und das war ja meine Frage eben, das sagen zwar alle, aber am Ende des Tages die ganze Forschung, die praktische Aktivität geht es doch nur um Journal-Artikel und meistens um Social Media. Und das ist dann eben, hoffe ich, dass wir jetzt das nächste Stadium brauchen und auch andere Dinge anschauen. Und vielleicht eine Antwort habe ich dann auf meine eigene Frage, dass
Klaus Wittheiser National Science Foundation Grant, der gerade bewilligt wurde, wo wir über Metrik zu Forschungsdaten von Data One anschauen, also wir vielleicht in einem Jahr dann wissen, wie sieht es denn da aus. Eine andere Begrenzung, die total willkürlich ist und sozusagen dem Vor-Internet-Zeitalter geschuldet ist, dass Zitationsmetriken jährlich erzeugt werden, dass aus irgendwelchen Gründen unmöglich ist, das exakte Datum einer Publikation zu bestimmen, dass man sich nur aufs Jahr einigen konnte und dass es immer noch so ist, dass man Zitation pro Jahr misst. Natürlich brauchen die viele Jahre, aber diese anderen Metriken sind natürlich viel schneller. Man möchte eigentlich eine viel granuliertere Zeitfenster haben. Ich glaube, ein vernünftiger Schritt ist, von Jahren zu Monaten zu gehen. Und was wir machen, ist seit 3 Monaten bei PLOS, die ersten 30 Tage gucken wir uns täglich an. Und das ist hier ein Beispiel vom Artikel vor 10 Tagen publiziert, der die Kategorie Artikel gehört mit hoher Aktivität, weil es nicht nur Wissenschaftler interessiert. In diesem Fall ging es um Death Valley, um Steine, die auf mysteriöse Weise sozusagen umherrutschen, obwohl es große Granitblöcke sind. Und was man hier sieht, ist zeitlich aufgelöst jeden Tag. Das ist halt bei Facebook eigentlich gar nicht möglich, wie rasant in den Social Webs sozusagen die Aktivität kommt und geht. Also in den ersten Tagen wird es 100.000 Mal runtergeladen und dann ist schon wieder alles verpufft relativ. Und das ist genauso mit Twitter und Facebook ist. Und diese Crossref, also diese formale Zitation in dem Fall, ist jetzt aber ein Nature News Artikel, also kein Research Artikel. Und natürlich möchte man auch, und das ist auch eine Diskussion, die schon länger stattfindet, was ist eigentlich ein Autor, was ist ein Wissenschaftler? Und ein sehr gutes Beispiel ist immer für solche Dinge, ist immer Zooniverse, wo also sozusagen hunderttausende Personen teilnehmen, mitzuhelfen, Wissenschaft zu produzieren. Und da muss man jetzt überlegen, wie gehört das da rein, diese Metriken. Interessanterweise scheint es so zu sein, glücklicherweise, dass diese Leute es aus Spaß machen und nicht wegen Credit, was bei vielen Wissenschaftlern ja verloren gegangen ist, und die sich sozusagen strikt weigern, überhaupt in der Autorliste erwähnt zu werden, auch wenn teilweise manche Wissenschaftler, manche sozusagen Laien bei der Wissenschaft mitgeholfen, entscheidende Entdeckungen gemacht haben. Und natürlich gilt es, wenn man über Open Data redet, dann heißt es natürlich auch, dass diese metrischen Daten, dass die natürlich auch offen sein müssen, damit andere die reanalysieren können, nachverfolgen können und so weiter. Und was wir bei PLOS eigentlich schon länger machen, ist, wir haben eine API, wo ihr die Daten Zugriff habt, und jeden Monat gibt es sozusagen eine große Datei, wo man sich die gesammelten Daten runterladen kann. Das ist die Stelle, wo man es im Moment machen kann, und wir wollen es sozusagen ändern jetzt, wie sich es gehört, dass es in ein Forschungsdatenrepository die Daten landen, sodass die dann auch in also erstmal den monatlichen Verlauf man besser verfolgen kann, analysieren kann, dass auch in 5 Jahren die Daten noch finden. Und was auch zur Offenheit gehört, offene Metriken, ist, dass dies nicht nur die Daten frei verfügbar sind, sondern auch die Software, die man benutzt, um die Daten zu sammeln und zu analysieren, dass sie natürlich auch als Open Source frei verfügbar ist. Die Software bei PLOS, die Daten generiert und sammelt, die ist schon seit 3 Jahren Open Source, und seit Samstag ist noch eine zweite Software Open Source, die heißt Aeon Reports, mit der wir also sozusagen im Moment nur bei PLOS-Daten, aber das wird sich auch in den nächsten Monaten ändern, eben auf einfache Weise, ohne jetzt Experte zu seiner Datenanalyse, sozusagen eine Suche machen kann. Bitte zeige mir alle PLOS-Artikel an von Institution X oder über Thema Y und dazu bitte die Metriken und das Ganze dann als Visualisierung oder als Datei zu runterladen. Und da wir das Open Source machen, hoffen wir natürlich, dass es noch besser wird, und das können halt auch andere jetzt benutzen mit ihren eigenen Daten oder eben diese anderen Analysen mit den PLOS-Daten machen. Aber dadurch ist natürlich das, was wir machen, viel mehr nachvollziehbar, als wenn man einfach nur eine Metrik abgeliefert bekommt. Jetzt ist natürlich ein Problem, dass diese Sammlung dieser metrischen Daten zeitaufwendig ist und auch viele Schmerzpunkte enthält. Dass es nicht nur reicht, dass man jetzt sozusagen die Software verfügbar macht, ja, hier könnt ihr selber machen, sondern dass man das wahrscheinlich auch als Dienstleistung anbieten muss. Gerade jetzt für zum Beispiel kleinere Institutionen, kleine Verlage, und dass es da natürlich auch kommerzielle Modelle gibt, aber dass es
für etwas, was so zentral wichtig ist, vielleicht vernünftig wäre, auch darüber nachzudenken, dass das eine Infrastruktur ist, die sozusagen frei verfügbar ist. Und ein Ort, wo sowas gut aufgehoben wäre, ist Crossref. Das ist eine Non-Profit-Organisation von Scholarly Publishers. Und das sozusagen Crossref die Software, die Closetic hat jetzt genommen hat, eine Arbeitsgruppe formiert hat mit Crossref-Mitgliedern, also Verlagen, initiiert von OASPA, der Open Access Publishers Association, geleitet diese Arbeitsgruppe von Mark Patterson von eLife, aber auch Verlage wie Weile und Erzfeld dabei, sodass wir jetzt explorieren, in den nächsten 6 bis 12 Monaten ist das machbar, sozusagen auf der Ebene. Nicht jeder Verlag macht es für sich oder eine kommerzielle Organisation macht es für sich, sondern Crossref bietet als Dienst an. Und das Ziel ist halt, im nächsten halben Jahr erstmal alle DOIs seit Anfang 2011, sind über 10 Millionen darüber vernünftige Metriken zu sammeln. Und da ist dann viel technische und politische Arbeit nötig. Aber den Dienst gibt es schon. Im Moment haben wir 4 Millionen DOIs bis Anfang 2013. Und zumindest DataSide, Wikipedia haben wir jetzt schon komplett untersucht. Und anderes kommt hoffentlich in den nächsten Monaten dann dazu. Wenn man jetzt einen Schritt weitergeht, das ist auch schon angeklungen in dem Vortrag von Isabella, dann ist natürlich eins der Probleme dieser neuen Metriken, dass die Datenqualität entweder nicht gut ist oder noch schlimmer, man weiß es noch nicht mal. Und eine Möglichkeit ist natürlich, dass man auch die Diskussion darüber führen muss und auch offen führen muss, ja, was ist eigentlich Datenqualität und was sind spezielle Probleme. Was wir machen, ist, dass wir nicht nur schauen, was die Datenqualität intern in der Software, und hier ist ein Beispiel eben, Mendeley Readership von PLOS-Artikeln ist runtergegangen im Vergleich zum letzten Mal. Jetzt kann man sagen, Mendeley Reader ist ja was, was dynamisch ist, kann also runtergehen, aber wenn es einen Sprung gibt, zum Beispiel hier von 75 auf 41, ich weiß jetzt nicht auswendig, in welchem Zeitraum, dann ist vielleicht das ein Problem der Datenqualität und dann müsste man halt schauen, was ist bei dem Artikel passiert. Und das ist alles intern, aber was wir jetzt seit 2 Wochen haben, ist, dass diese Daten auch über API verfügbar sind, im Moment nur restrigiert, aber natürlich muss auch die Diskussion um Fehler mit Daten und Datenqualität muss natürlich genauso offen geführt werden. Und das, da bin ich dann gern zur Diskussion bereit, wie man das weiter öffnen kann. Und das letzte Dia bezieht sich jetzt auf die Diskussion um, wo soll das Ganze hingehen mit diesen Metriken. Und ich glaube, da braucht man genauso eine offene Diskussion. Ich habe hier nur 2 Punkte rausgesucht. Sozusagen das eine ist halt Datenqualität. Wenn ich was 10-mal messe, dann soll bitte auch 10-mal das gleiche rauskommen. Oder wenn Altmetricom und PLOS und Impact Story die Zahl der Tweets für ein Paper darstellen, dann soll die Zahl gleich sein. Das ist ein Teil eines Vortrags, den ich vor 3 Monaten gehalten habe, wo wir das mal analysiert haben für 1000 Artikel von PLOS, wo diese Zahlen halt überhaupt nicht miteinander korreliert haben. Und sozusagen, da müssen wir hinkommen und es geht nur durch offene Diskussion. Und das zweite Problem, Validity, ist eigentlich das viel größere Problem, was wir überhaupt da messen. Was heißt es überhaupt, wenn ein Paper 10 Tweets hat oder 50 Facebook-Likes? Und das ist sozusagen in der Diskussion bisher immer ein bisschen zu kurz gekommen, weil man sich mehr damit beschäftigt, was eigentlich möglich ist und was mit was korreliert, aber was wissenschaftlicher Impact eigentlich ist und wie man den Zahlen ausdrücken kann und wie dann diese neuen Metriken da reinpassen, diese Diskussion, die muss halt natürlich auch offen geführt werden. Vielen Dank.